Ich habe ja vor einigen Wochen angefangen, hier eine Dreier-Serie zu machen. Wir sind ja heute beim dritten Teil angelangt, über die Frucht des Geistes. Natürlich könnte man gerne auch sprechen über die Geistesgaben, und das begeistert immer jeden. Aber die Frucht des Geistes ist genauso wichtig. Denn die Bibel sagt uns, dass wenn wir auch Berge versetzen könnten mit unserem Glauben, unser Leib sogar hingeben, um verbrannt zu werden für den Glauben. Aber wenn es alles ohne Liebe geschieht, dann ist es nichts wert. Ist es nichts wert. Und so wollen wir auch heute Morgen über die Bedeutung der Frucht des Geistes, oder besser gesagt, was es heißt, im Geiste zu wandeln. Im Geist zu wandeln heißt nicht einfach nur zu weissagen und zu prophezeien, sondern es heißt, in der Frucht und Charakter des Geistes Gottes zu wandeln. Und wir haben da ganz besondere Ausrüstung dazu gekriegt. Und dazu können wir gehen zum Galaterbrief in Kapitel 3, damit wir das miteinander hier anschauen. Kapitel 5 und Vers 22. Es heißt hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns nun auch im Geiste wandeln. So der Aufruf gilt an uns, dass wir nicht nur im Geist lebendig gemacht worden sind, zu einer neuen Schöpfung gemacht worden sind durch Jesus Christus, dass der Heilige Geist in uns wohnt, sondern er sagt, wenn wir schon im Geist lebendig gemacht worden sind, lasst uns doch gleich auch im Geiste wandeln. Im Geiste wandeln. In anderen Worten, es heißt, du kannst von neuem geboren sein und nicht im Geist wandeln. Hallo? Und nicht im Geist wandeln, sondern wie dann? Im Fleisch wandeln. Was wandelst du dann? Im Fleisch wandelst du dann. Paulus spricht das an in seinem Römerbrief und Kapitel 8. Was es heißt, eben im Geist oder im Fleisch zu wandeln oder gesinnt zu sein. Da möchte ich ein paar Verse lesen. Kapitel 8 und Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wenn du ständig unter Verdammnis leidest, dann ist es wahrscheinlich, weil du im Fleisch wandelst und du beurteilst dein Leben nach dem Fleisch. Und wenn du dich selber beurteilst nach dem Äußeren, nach allem, was du gut machst, mit allem, was du falsch machst, du wirst immer unter Verdammnisgefühle leiden, weil keiner von uns ist perfekt und vollkommen in allem. Wir schauen in den Spiegel und sagen, oh nein, was habe ich wieder postet, oder? Was habe ich wieder gemacht? Denn wir sind auf einem Weg der Heiligung, Halleluja. Aber wenn man im Geiste wandelt, Halleluja, da gibt es keine Verdammnis mehr, weil man ständig sein Blick hat auf Jesus Christus, Halleluja. So wie Petrus, solange er auf das Wort von Jesus hörte und Jesus sah, der auf dem See wandelte und auf ihm zuging auf dem Wasser, Halleluja, da ging es ihm gut. Aber in dem Moment, wo er seine Augen wegnahm von Jesus und den Sturm anschaute, die Umstände, die Situation anschaute, da fing er an zu sinken. Und genauso geschieht es auch uns in unserem Leben. Wenn wir anfangen, unser Leben zu beurteilen nach dem Fleisch, nach dem Äußeren, zu sagen, ja, ich bin jetzt gut genug oder nicht gut genug, dann werden wir ständig sinken in Verdammnis hinein und werden uns selber fertig machen. Aber wir können im Geist wandeln. Das heißt, dass wir unser Augenmerk auf Jesus haben und soweit, wie wir es wissen, wie wir können, Halleluja, dass wir im Geiste wandeln. Denn er sagt hier weiter, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben euch das Beispiel gebracht, dass man sich ein bisschen bildlich vorstellen kann. Dass ein Gesetz hebt das andere Gesetz auf, aber es löst sie nicht auf. In anderen Worten, wenn du ein Flugzeug nimmst, der fliegen kann, es wirkt immer noch das Gesetz der Schwerkraft aus diesem Flugzeug, aber das Gesetz des Auftriebes ist größer. Und genauso, wenn wir lernen, im Geist zu wandeln,
Ja, dann werden wir nicht nach dem Fleisch wandeln müssen, weil das Gesetz des Geistes, Halleluja, überwindet das Gesetz des Fleisches, die Leidenschaften und die Lüsten, die uns immer wieder nach unten ziehen wollen. Die sind da. Aber wenn wir unsere Gesinnung setzen auf Jesus Christus, auf sein Wort, auf die Verheißungen, dann werden wir in den Eigenschaften Gottes, die Charaktereigenschaften Gottes leben können. Hier sagt er nämlich weiter, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Wann ist sie erfüllt? Sie ist erfüllt in Christus Jesus, wenn wir im Geist wandeln. Im Geist wandeln. Geistwandel heißt nicht einfach, irgendwo in himmlischen Gefilden ist man da einfach sich verloren. Nein, im Geistwandel werden wir nochmals kurz sehen, was Paulus da beschrieben hat, was es heißt, die Frucht des Geistes, ja, das sich zeigt in unserem Leben mehr und mehr. Und Paulus beschreibt diese Eigenschaften als eine Frucht, und eine Frucht ist etwas Lebendiges. In anderen Worten, ist etwas, das wächst, was zunimmt in unserem Leben. Aber solange wir auf unser Fleisch achten und schauen, dann werden wir immer in Verdammnis hineinsinken. Er sagt hier weiter, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geiste entspricht. Trachten nach dem. Das heißt nicht, dass man vollkommen ist, aber wonach trachtet man? Wonach schaust du? Wo schaust du hin? Auf den Sturm und die Umstände und dein Fleisch, dein Alltag, Schwierigkeiten, die du hast, oder schaust du dort auf Jesus hin? Noch einmal wieder zurück zu Galaterbrief Kapitel 5. Galater 5, also Paulus hier, nachdem er beschrieben hatte, all die Werke des Fleisches, welches wir vorhin ja nicht gelesen haben, zeigt er, was die Frucht des Geistes hier ist. Und wir haben diese Frucht des Geistes aufgeteilt in drei Gruppen. Weil ich sehe es ein bisschen so, nicht das Paulus gemacht, aber ich sehe es ein bisschen so, dass die ersten drei, Liebe, Freude und Friede, sind Eigenschaften, die uns eine Ausstrahlung geben, wenn wir sie auch empfangen vom Herrn. Diesen drei hat Jesus selber gesagt, ja, dass er gibt uns seinen Frieden, er gibt uns seine Freude. Und in Römer 5,5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen. Also wir müssen nicht von uns selber etwas hervorbringen, sondern der Same davon ist schon in uns. Die Liebe. Das heißt zu wissen, dass du geliebt bist von Gott. Deswegen sage ich dir, komm nächstes Wochenende zu unserem Gastsprecher hier. Halleluja. Wenn du noch einmal eine Prise Liebe brauchst, Halleluja, in deinem Leben. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, weil Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie? Wie dich selbst. Wenn du dich selber nicht liebst, ja, nicht ausstehen kannst, selber wütend bist auf dich, selber frustriert bist nur mit dir, ja, dann wirst du nichts anderes weitergeben können. Und wie können wir uns selber lieben? Wir können uns nur selber lieben, weil wir wissen, wir sind geliebt von Gott. Denn er ist der wahre Kenner. Halleluja. Und wenn wir wissen, wir sind geliebt von Gott, preis dem Herrn, Halleluja, dann können wir wie ein Flugzeug, obwohl die Schwerkraft nach wie vor auf uns wirkt, wir können den Gesetz des Geistes, des Auftriebes nehmen. Und wir können anfangen, Menschen zu lieben, die es vielleicht wohl nicht verdient haben. Das heißt nicht, dass man Liebesgefühle haben muss. Das heißt, dass sie nicht unbedingt zu deinen besten Freunden werden. Aber wir können das Beste wünschen. Auch unseren Feinden, hat Jesus gesagt. Hat er das nicht so gesagt? Nicht nur diejenigen, die uns Gutes tun, denen zu leben, ist ja keine Sache. Das macht sogar die Welt. Sonst heißt auch diejenigen, ja, die einem das Leben manchmal auch schwer machen. Aber je mehr Liebe du weitergibst, umso mehr Liebe empfängst du. Freude, zu wissen, dass du ein Gewinner bist. Egal, was die Situation ist, worin du dich gerade befindest, die Schwierigkeiten. Die Charaktereigenschaft Gottes heißt, dass mit Freude wirst du sie überwinden, weil du weißt, Gott hat dir immer eine Trumpfkarte gegeben.
Auch wenn du nicht weißt, welche sie ist, aber Gott hat immer eine Trumpfkarte. Du musst lernen, einen Freudentanz zu machen. Wenn die Indianer Regen brauchten, was haben sie gemacht? Sie haben nicht wehgeklagt, sondern sie haben einen Regentanz gemacht. Mein Lieber, wir müssen lernen, einen Freudentanz zu machen vor unserem Gott, vor unserem Herrn und Heiland. Halleluja. Es ist nicht einfach. Sind wir mal ehrlich. Weil in dem Moment, oder, möchte man klagen und jedem anrufen und sagen, wie schlecht es mir geht, was für Probleme ich habe und eine Mitleidsparty haben und alles. Es ist schwierig. Aber die Lösung ist, einen Freudentanz zu machen in dem Moment. Sagt ihr, ja, das spinnst du. Nein. Paulus hat es gemacht in Philippi und andere auch. Jakobus sagt uns sogar, dass wenn ihr in Anfechtungen fallt, achte es lauter Freude, da ihr wisst, dass eure Freudentanz von meiner Mom hier. Halleluja. Freudentanz. Wenn du wartest, bis du dich danach fühlst, du wirst dich nie danach fühlen. Aber deswegen sage ich, das Gesetz der Schwerkraft sagt, ja, mach ein Wehklage-Party. Aber das Gesetz des Auftriebes des Geistes sagt, mach einen Freudentanz, weil du weißt, Gott hat eine Trumpfkarte, die Situation zu verändern. Friede. Friede heißt, Jesus gab uns seinen Frieden in einer Welt, wo man nicht weiß, was morgen sein wird, was übermorgen kommt. Und viele Leute haben keine Hoffnung und ohne Frieden und machen sich Sorgen für morgen. Aber Jesus sagt, wir brauchen uns keine Sorgen für morgen zu machen. Sondern wir können Frieden im Herzen haben, weil er uns für uns sorgen wird. Ich weiß das erste Mal, als ich das lernen musste, als Junggläubig war, erst kürzlich von neuem geboren und ich war mit einigen, mit meiner Gemeinde in Amerika und Kalifornien. Die haben sich vorgenommen, in letzter Minute an die Glaubenskonferenz nach Tulsa zu reisen. Und als sie mich gefragt haben, möchtest du mitkommen, sagte ich, ja, ich komme mit. Und da haben sie mal sich erkundigt, ja, wo können wir dann übernachten dann dort. Und weil wir in letzter Minute waren, nur wenige Tage vorher, waren alle Hotels ausgebucht. Das einzige Hotel, was es gab, war mindestens eine Stunde weit weg. Und ich fragte, ja, was machen wir denn? Wir können ja nirgendwo bleiben, eine Stunde weit weg und den ganzen Tag hin und her. Das ist ja mühsam. Sie sagten, nein, der Herr wird sorgen. Da haben sie gar nichts reserviert. Ich dachte, ihr spinnt ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe ein Flugticket gekauft. Wir kommen dort am Flughafen an und wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir überhaupt hingehen sollen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch ein Hotelzimmer, weil sonst ist die Hotelzimmer, die eine Stunde weit weg sind, sind dann auch weg. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, so war es mir gewohnt. Also das kannst du doch nicht machen. Und der Pastor sagte, nein, der Herr wird schon sorgen. Ja, schön für dich. Also gut, ich habe mich einmal denen angehängt. Ich dachte, ich weiß nicht, wo wir schlafen werden, in irgendeinem Postwagen, irgendwo hinter dem Bahnhof oder was. Und siehe da, kommen wir an dort am Flughafen und uns begegnen. Wir hatten einen Freund dort, jemand aus der Gemeinde, der dort zur Bibelschule ging. Das war in Tulsa. Und er traf uns dort am Flughafen und hat gesagt, ich habe Zimmer für euch. Und zwar genau gegenüber dort in der Nähe von dem Konferenzzentrum, wo das auch gerade stattfindet. Und er erzählte uns die Geschichte, dass an dem Morgen, weil wir sind am Sonntagnachmittag angekommen, an dem Morgen ist er in die Gemeinde gegangen und siehe da, da war jemand an dem Morgen der Gemeinde, hat sich ein Schild angehängt an seinem Rücken, das machen wahrscheinlich nur Amerikaner, aber wer weiß ich, auch das ist verrückt, hat sich ein Schild auf dem Rücken angehängt und gesagt, ich habe drei oder fünf Doppelzimmer zu vergeben. Wer kann noch Zimmer gebrauchen? Und da ist unser Freund, der John Dunleavy, der ging auf ihn zu, ja, das sind die Zimmer für uns, komm her. Das waren genau diese Zimmer, als wir dort am Flughafen ankamen, der Herr hat vorgesagt. Ich sage dir, ich habe aus solchen Situationen gelernt, einmal mir keine Sorgen zu machen für morgen. Obwohl der Sorgenteufel auch auf meine Schulter sitzt, oftmals, ja, und in der Nacht flüstert. Aber Frieden. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden und er wird in unser Leben eingreifen. Also, dass wir lernen, diesen drei Eigenschaften, unsere Beziehung mit Gott, weil Gott ist Frieden, Gott ist Freude und Gott ist Liebe.
Und wenn dich das Fleisch herunterzieht, die Schwerkraft des Fleisches herunterzieht, mein Lieber, dann musst du einmal ein paar Schritte anfangen zu machen in Richtung von Liebe, in Richtung von Freude, in Richtung von Frieden. Halleluja. Seid noch alle da. Die nächsten drei, die haben wir auch schon angeschaut, hat zu tun mit unserer Beziehung zu anderen Menschen. Hat zu tun mit Langmut. Was heißt Langmut? Das heißt, du bist unbeugsam. Du gibst einfach nicht auf. Auch wenn Leute immer wieder die gleichen Probleme machen, mühsam sind und schwierig sind oder vielleicht jemand in deiner Familie immer noch nichts vom Glauben wissen will, dass du einfach langmütig bist. Gott ist langmütig. Und wenn du nicht aufgibst, weil Jesus hat gesagt, ja, wenn er zurückkommt, wird er den Glauben finden auf Erden. Wenn wir nicht aufgeben, Halleluja, der Herr gibt nicht auf. Aber der Teufel ist oftmals so einer, der es bis aufs Äußerste hinauszieht. Ja, wann endlich, ja, sagen wir. Der Teufel sagt, gib auf, es hat keinen Sinn, es wird nur noch schlimmer, wird nur noch schwieriger, Gott hat dich vergessen. Langmütig sein, unbeugsam. Das Zweite, freundlich zu sein. Gott ist freundlich, wisst ihr das? Und wir müssen einen freundlichen Gott widerspiegeln. Wir haben darüber gesprochen. Ein Lächeln kann Universen verändern. Du kannst deine Welt verändern. Und das ist eine göttliche Eigenschaft. Du hast ein Freundlichkeitsgen in dir. Muss ich vielleicht ein bisschen finden. Ne? Aber jeder von uns hat ein Freundlichkeitsgen. Freundlich zu sein. Damit ist gemeint, aber die Ausstrahlung, die man hat, ein Lächeln auf dem Gesicht, ja. Wir haben über die Brummbärs gesprochen. Ja, dann nimm deine Brummbärzeit am Morgen früh mit Gott oder in deinem Gebetskämmerlein. Aber wenn du da rauskommst, Halleluja, komm heraus mit Freundlichkeit in deinem Wesen. Deine Arbeit zu gehen, deine Nachbarschaft zu gehen, indem dass du ein Lächeln mitbringst, indem du Komplimente mitbringst, Positives mitbringst. Wir sollten eine positive Ausstrahlung in unserer Welt haben. Es ist tragisch, wenn man manchmal hört von Christen, die selber von der Welt aufgestellt werden müssen. Ja? Also aufgestellt, das ist Schweizerdeutsch, oder? Aufgestellt mit werden, oder? Die selber von der Welt, ja, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ist gut, haben wir Schweizerdeutsch, ja? Können wir sich besser ausdrücken. Dass man selber nicht von der Welt aufgestellt werden muss. Sondern dass man kann aufgestellt in die Welt rausgehen und die Welt aufstellen und Hoffnung bringen. Sag, ja, ich habe aber selber so viel Problem. Ja, deswegen musst du Zeit nehmen, in Freude und Friede und Liebe und so weiter, einmal zu wissen, du bist umsorgt. Wenn wir nicht wissen, dass wir umsorgt sind, dass Gott sich für uns sorgt, in allen Bereichen, dass wir wissen, wir haben immer eine Trumpfkarte zugute. Immer eine bessere Karten in unseren Händen, als was die Welt oder was der Teufel hat. Dann können wir anders in die Welt. Aber da brauchen wir manchmal Zeit vor dem Herrn, um sich dessen bewusst zu werden. Er sagt, wenn wir schon im Geist lebendig gemacht worden sind, lass uns doch im Geist wandeln. Wandel halt, bewege dich in diese Richtung. Er sagt, ich habe ja keine Lust. Ja, manchmal musst du dich bewegen und dann kriegt man Lust dazu. Weiß ich, wenn du schon mal eine längere Zeit mal vielleicht gefastet hast oder nichts gegessen hast, irgendwann, man verliert seinen Appetit. Und man kommt dann in eine Phase hinein, man hat gar keinen Hunger mehr. Und du musst dir den Hunger wieder langsam wieder aneignen, wenn du wieder anfängst zu essen mit einer Suppe oder so. Nimm nicht gleich ein Steak, ja, wenn du schon ein paar Tage gefastet hast. Aber wenn du einfach anfängst, langsam wieder dir Hunger zu geben, du beginnst dann wieder Lust danach zu haben. Ich weiß, das funktioniert vor allem, also wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann mach es einfach mal so, dass du einfach mal ein, zwei Tage lang keinen Zucker nimmst. Dann plötzlich hast du überhaupt gar keine Lust mehr nach Zucker. Und dann nimm wieder mal eine Tafel Schokolade und isst sie wieder und plötzlich hast du wieder Hunger nach Schokolade. Brauchst wieder ein Eis, brauchst wieder dies. Ich hasse das. Wenn ich endlich mal eine Zeit lang ohne Zucker ausgekommen bin, habe gar keine Lust. Und dann irgendwie, ja, wird mir wieder was auf den Teller gestellt oder ich nehme wieder was und plötzlich, wie Pac-Man, oder?
Und so ist es oftmals mit den Dingen des Geistes, wenn du anfängst einfach dich zu bewegen in der Richtung. Anfängst ein Freudenfest, Bekenntnisse zu machen. Hol dir ein Buch voll von guten Bekenntnissen. Fang an, die zu bekennen, Halleluja, in deinem Freudentanz. Und du wirst merken, wie plötzlich der Geist Gottes kommt und du hebst ab. Oder deine Sorgen, dass du sie auf den Herrn wirfst. Amen. Also, wo sind wir? Langmut, Freundlichkeit, Halleluja. Und auch Güte haben wir gesehen. Güte, Gutes tun. Das Wort Güte beschreibt, dass man etwas Gutes macht. Freundlichkeit hat zu tun mit deiner Ausstrahlung. Aber Güte hat etwas, tu was Gutes. Und vor allem tu denen manchmal was Gutes, die es überhaupt gar nicht verdient haben. Sei der Erste, der was tut. Ja, es hat mir niemand etwas geschenkt. Ja, sei du denn der Erste. Und tu's. Gott ist ein Gott der Güte. Und du veränderst die Welt, indem du anfängst, etwas zu tun, was manchmal gar nicht erwartet wird. Also die Frucht des Geistes beschreiben, was unsere Beziehung mit Gott ausmacht, mit Liebe, Freude und Friede, aber auch unsere Beziehung zu anderen. Durch langmütig sein, freundlich sein und gütig. Und dann kommen wir zu den nächsten drei und das hat zu tun mit unserer Selbstwertschätzung. Und das ist mein Thema heute Morgen. Gemeinschaft mit sich selbst genießen. Magst du dich überhaupt selbst? Es gehören einige Eigenschaften dazu, die wichtig sind, damit man selber sich mag, indem man selber eigentlich seine eigene Gemeinschaft genießen möchte. Und das sind diese drei von Treue, von Sanftmut und von Enthaltsamkeit. Drei Eigenschaften, die Paulus hier nimmt, um zu beschreiben, was heißt es, im Geist zu wandeln. Im Geist zu wandeln heißt, treu zu sein. Treue. Treue ist eine Charaktereigenschaft. Im 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 13 wird hier beschrieben von Gott, der diese Eigenschaft hat. Und er sagt hier, wenn wir untreu sind, so bleibt er, damit ist Gott gemeint, da bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Was drückt er damit aus? Was ist das? 2. Timotheus 2, Vers 13. Das ist Vers 3. Deswegen stimmt es nicht. Dankeschön. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Was sagt er damit aus? Er sagt, Treue ist nicht einmal eine Erwiderung auf deine Treue. Also ich bin treu, wenn du treu bist. Sondern Treue hat zu tun mit deinem eigenen Charakter. Weil auch wenn wir Gott gegenüber untreu sind, dann kann er uns gegenüber nicht untreu sein. Warum? Weil er ist treu. Er kann nicht anders. Und so Treue ist eine Eigenschaft und hat damit zu tun, dass wir unser Wort halten, hat damit zu tun, dass wir der sind, den wir sagen, den wir sind. Treue sein. Ist es nicht die Eigenschaft, die Jesus beschreibt, als er sagt, wenn man vor dem Herrn im Himmel steht, nachdem man Talente bekommen hat und man die eingesetzt hat für das Reich Gottes und er sagt, trete ein, ja, in die Freude deines Herrn, du treuer Knecht, du treuer Diener. Treue. Treue ist etwas enorm Wichtiges und hat etwas zu tun, dass wir selber eigentlich uns wertschätzen. Und selber wertschätzen. Wenn du nicht selber dir deinen eigenen Worten traust, dass du das meinst, was du sagst und sagst, was du meinst und dich daran halten wirst, ja, was sollen denn andere dann daran denken? Treue kommt von dem Wort Glaube. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen und vertrauenswürdig sein sind miteinander verbunden. Wir wollen Glaubensmenschen sein, ja, Vertrauen haben. Aber wenn man nicht einmal selber vertrauenswürdig ist, dann spiegelt man das wieder auf Gott hinüber und sagt, ja, dann ist er vielleicht auch nicht vertrauenswürdig. Dabei ist es. Treue. Ich möchte euch ermutigen, in Treue zu wachsen und zuzunehmen. Und das ist nicht immer unbedingt gegeben. Lesen wir hier in Kolosser Kapitel
Kapitel 3 und Vers 17. Kolosser Kapitel 3. Und Vers 17. Es heißt, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Was will er damit ausdrücken? Nicht nur treu in dem, was man macht, sondern wie man es macht. Wie man es macht. Also alles, was man tut in Wort und Werk, man soll es tun aus im Namen, im Auftrag Gottes. Die Bibel sagt von uns auch, dass wir lebendige Briefe sind, gelesen von jedermann. Nun, wir brauchen nicht mit einem T-Shirt herumzulaufen, wo drauf steht, ich bin Christ. Kannst machen, was du willst. Aber das macht es nicht aus. Einige Leute haben gesagt, ja, dein Leben redet so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Es sind nicht unsere Worte alleine, die es ausmachen, sondern was wir erleben, wie wir es aufzeigen, was für einen Wert wir dem zuschreiben, wenn wir sagen, dass wir etwas tun. Ist man ein treuer Mensch? Ja, das stellt man dann fest, wenn man vielleicht mit jemandem was abmacht und man sagt, ja, ich warte noch, weil ich bin nicht sicher, dass der wirklich dann erschienen wird. Treue, pünktlich sein. Gut, darüber kann man gut reden hier in der Schweiz. In Afrika ist es manchmal was anderes. Dort fängst du einen Gottesdienst an um 19 Uhr, dann kommen sie um 20 Uhr. Das ist einfach in der Kultur drin. Also es muss aber nicht sein. Ich war jetzt gerade in Amerika und da hatten wir einen Sprecher bei uns, der aus Afrika kam, aus Nigeria kam. Mein Lieber, der war so spitze, der war pünktlich beim Anfang, pünktlich beim Aufhören. Der hat das so sensationell gemacht. Also ich war erstaunt. Da muss ich ein bisschen revidieren. Das muss nicht unbedingt kulturell sein, dass man unpünktlich ist. Und Unpünktlichkeit, ja gut, ich meine, das kannst du dir leisten, wenn du vielleicht auf den Zug musst. Bist du unpünktlich, dann bist du selber schuld, ja, wenn du den Zug verpasst. Ne? Da kann man immer pünktlich sein, stimmt's? Aber wie sieht es aus, wenn man in anderen Bereichen mit Leuten abgemacht hat, vor allem mit einer ganzen Gruppe von Leuten, und sie müssen auf dich warten, weil du 10 Minuten immer zu spät kommst. Und sie müssen Däumchen drehen und du verschwendest denen ihre 10 Minuten Zeit. Denkt man darüber nach manchmal. Treue. Treue in den Dingen, die wichtig sind. Ich kann mich erinnern, als ich als Junggläubiger noch damals in Amerika, ich hatte mich eingetragen, dass ich im Altersheimdienst mitmache. Und jeden Sonntagnachmittag gingen wir zum Altersheim. 45 Minuten Fahrt hatten wir, bis wir dorthin kamen, weil dieser Altersheim sich ihre Türen aufgemacht hat für einen Gottesdienst für uns. Und so kam einfach mal ein Sonntag, es war in Kalifornien, ein schöner Tag und so, und ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust. Alles in mir schrie einfach danach, ich werde nicht gehen. Ich habe keine Lust. Und ich habe mir einfach überlegt, was für eine Lüge könnte ich mir ausdenken, dass für mich keine Lüge wäre, damit ich nicht gehen müsste. Was könnte ich sagen, wo ich sagen könnte, das ist nicht eine volle Lüge, ja? Und ist doch ein Grund. Kann ich mir nicht irgendwas ausdenken? Gibt es nicht irgendetwas, wo ich hier bleiben müsste, irgendwas anders machen zu müssen, ja? Damit ich sagen könnte, ich kann nicht gehen heute. Ich hatte einfach keine Lust. Schließlich, ich fand nichts, ja? Gott sei Dank. Und wir haben gesagt, nein, ich gehe trotzdem. Und alles in mir einfach schrie. Ja, einfach nicht wählen. Aber ich hatte abgemacht. Sie brauchten mich natürlich auch. Ja? Und so bin ich mitgegangen und den ganzen Weg dahin, innerlich einfach zermürbt. Hab's für mich behalten. Und siehe da haben wir einen Gottesdienst angefangen. Ich habe den Lobpreis dort geleitet. Wir haben Lieder gesungen und kam dann eine Predigt und habe mit den Leuten auch dort gebetet und Gespräche geführt. Und ich sage dir, am Schluss von dem Tag habe ich mich stärker geistlich gefühlt, ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben kann, ich hatte also so das Wort fehlt mir, so ein gutes Gefühl am Schluss, was da geschehen ist an dem Nachmittag, nichts besonders Außergewöhnliches, als an Tagen, wo ich mich danach gefühlt habe, hinzugehen.
Ich spürte einfach, habe oftmals erlebt, wie der Herr einfach einen besonderen Segen dann vor allem einfach gegeben hat, einfach eine Erfahrung seiner Gegenwart gegeben hat. Gerade dann, wenn ich etwas getan habe, wo ich emotional keine Lust dazu hatte, aber ich hatte mich verpflichtet. Andere haben sich auf mich verlassen. Treue. Gott bleibt uns ständig treu. Sind wir nicht dankbar, dass Gott uns treu bleibt? Sein Wort, egal was wir für Mist bauen. Sein Wort sagt, nein, jetzt hast du mich gebaut, jetzt gilt es halt nicht für dich. Die nächsten 12 Stunden, das Wort Gottes, ist nicht mehr gültig für dich. Ja. Nein. Er sagt, es gilt immer für uns. Halleluja. Treue, sei treu. Wo zeigt sich Treue? Ja, nicht dort in deiner Arbeit, dass du eigentlich rechtzeitig kommst, weil du weißt, dass wenn du es nicht tust, dann wirst du irgendwann mal deinen Job verlieren und du wirst dein Einkommen verlieren. Ohne dein Einkommen kannst du dir keine Ferien leisten und kannst du dir nichts Gutes leisten und so weiter. Also deswegen gehst du. Treue merkst du dann vor allem, wie treu dass du bist als Person, wenn du etwas nach wie vor tust, was eigentlich du nicht tun müsstest. Ja? Wo keine direkte Konsequenzen gibt für dich. Wie bist du dann treu, wenn niemand schaut? Was tust du dann? Ist man dann treu? Ja, niemand schaut jetzt gerade, jetzt kann ein Nickerchen machen, der Chef guckt gerade nicht zu. Bist du treu in dem, wozu du dich verpflichtet hast? Treue ist eine Eigenschaft des Geistes. Halleluja. Treu zu sein in Gemeindearbeit, Gemeindedienst. Ui, sollen wir dort überhaupt anfangen? Und man sollte eigentlich das, was man für den Herrn macht, ja, sollte man eigentlich mit voller Vortrefflichkeit machen, so gut wie man es machen kann. Und nicht einfach, ja, hobbymäßig, ja, no, es ist ja nicht so wichtig. Komm ein bisschen später, macht ja auch nichts. Sondern, dass man es mit voller Hingabe, mit voller Bereitschaft, im Geist, weil es hängen manchmal Menschenleben davon ab. Du weißt gar nicht, was du mit einem Wort sagst, an einem Sonntag vorbereitet bist, im Geist zu dienen. Egal, was deine Arbeit oder deine Mitarbeit auch ist. Aber dann zeigt sich eigentlich, wie treu man ist. Ist man treu, in den Gottesdienst zu gehen? Oh je, jetzt wird's hart. Ja, man muss es auch immer wieder mal sagen. Weil unser Fleisch, ich weiß, was unser Fleisch sagt, bleib zu Hause und schau nur noch Livestream. Das sagt unser Fleisch. Und wir haben gelernt, wie schön es für unser Fleisch ist. Corona-Zeit hinter uns. Halleluja. Oh, mit meinem Kaffee in der Hand, im Pyjama oder auf dem Bildschirm. Halleluja, oder? Und es gab eine Zeit dafür. Lob und Dank für Livestream. Und auch wenn man sich nicht wohlfühlt, krank ist und so weiter, dass man immer noch die Möglichkeit hat. Aber Gottesdienst, das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Johannes spricht sogar eher vom Baum, Kapitel 1 und Vers 10, er spricht vom Tag des Herrn. Wisst ihr, dass der Sonntag als Tag des Herrn beschrieben wird im Christentum? Und in der Schrift hier, bei der großen Offenbarung, ich war am Tag des Herrn, ja, im Gebet und bekam eine Vision. Das ist ein Tag des Herrn. Ich dachte, es wäre ein Tag des Skifahrens während der Wintersaison. Ein Tag für Geburtstagsfeiern. Ja, sind wir mal ehrlich, je größer deine Familie wird, umso mehr Familienmitglieder wirst du haben, die immer wieder einen Sonntag oder ein Wochenende brauchen von dir, um irgendeinen Geburtstag wieder zu feiern. Es gibt Gründe. Versteht ihr? Wenn du in den Gottesdienst kommst, weil du kommen musst, vergiss es. Aber wenn du verstehst, dass in den Gottesdienst zu kommen, ist eine Ehrung Gottes, ein Ausdruck des Glaubens, ein Ausdruck deiner Hingabe zu Gott und der Wichtigkeit des Evangeliums für dein Leben und um sie weiterzugeben in der Welt, dann ist es was anderes. Nur um Stühle zu wärmen, muss man ja nicht kommen. Wie gesagt, dann kannst du deinen eigenen Couch zu Hause wärmen. Ja. Treue. Treue im Gottesdienst. Das bedeutet Gott was. Weißt du, das bedeutet ihm nichts. Meinst du, es ist ihm egal, ob man in den Gottesdienst geht am Sonntag oder nicht, ob man zusammenkommt mit anderen Gläubigen oder nicht? Meinst du, das sei ihm egal? Ist ihm nicht? Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Was heißt Gemeinde? Die Herausgerufenen werden nicht im Himmel alle Einzelzimmer kriegen,
Und du wirst einen Fernseher kriegen und wirst einen Livestream im Himmel haben, aus deiner Kabine, irgendwo am äußersten Ecke vom Himmelsreich. Ja? Wird nicht sein. Er wird uns zusammenbringen. Er will Gemeinde bauen. Er will Gemeinde haben. Deswegen sage ich euch, nehmt es zu Herzen. Nehmt es zu Herzen. Beurteilt es. Seid treu in den Dingen Gottes, in deiner Aufgabe, die du machst in der Gemeinde, in deinem Gemeindebesuch. Warum bleibst du zu Hause? Ja, ich habe keine Lust. Ja, was ist, wenn der Herr das würde sagen? Ich habe heute auch keine Lust. Ja. Versteht ihr, was ich sage? Und es gibt Ausnahmen natürlich. Es ist kein Gesetz. Aber wie gesagt, man muss es tun, weil man, nicht weil man Lust danach hat, sondern weil man es macht aus einer Ehrung Gottes. Gehen in den Gottesdienst, weil ich weiß, das möchte der Herr. Es gefällt ihm wohl. Deswegen tue ich es. Und ich weiß, ihr seid ja da, weil ihr es ja gerne tut. Aber wir alle haben Fleisch, wir alle haben eine Schwerkraft, welches auf uns wirkt und uns manchmal einfach in die Richtung zieht, einfach nur ein bisschen gemütlicher sich zu machen. Aber wenn wir mit unserem Glauben an Gott, mit unserer Hingabe an Gott, nicht anfangen, auch in den Bereichen zu zeigen, was es heißt, im Geist zu wandeln, treu zu sein, dann wundern wir uns, warum wir in unserem geistigen Leben in anderen Bereichen einfach schwach sind. Es alles hängt zusammen. Es hängt alles zusammen. Treu zu sein, Halleluja, Glory to God, Amen. Ich habe schon gehört von Leuten, die haben einen, ich sag's, die kaufen sich einen Hund und können 3 Monate lang nicht mehr in den Gottesdienst kommen, weil sie ihren Hund jetzt trainieren müssen. Lieber Gott, tut mir leid, ich habe einen Hund. Hund ist wichtiger heute. Mein Lieber, tu dir bitte keinen Hund zu. Ich kann sowas nicht verstehen. Ich muss mit meinem Hund Gassi gehen, deswegen kann ich nicht in den Gottesdienst gehen. Wir haben ein neues Haus gekauft, wunderbares Haus, ein Angebot, das du dir nicht vorstellen kannst. Irgendwo weit weg draußen, da gibt es halt leider keine Gemeinde. Ich schaue jetzt heute nur noch Livestream. Hallo? Ja, ich habe einen neuen Job gekriegt, ist auch in einer Gegend, ich verdiene doppelt so viel, ist halt keine gute Gemeinde in der Nähe, aber ich verdiene mehr, ich kann dir mehr Geld schicken. Gott braucht dein Geld nicht, er braucht dich. Die Gemeinde braucht dich. Andere Menschen brauchen dich. Wie will man ein Leib sein, welches das Bild ist von Gemeinde, aber der kleine Finger und die Hand und der Fuß ist irgendwo anders geblieben. Man ist verstümmelt. Ich weiß, ich predige hier. Also Treue, gehen wir zum nächsten. Gehen wir zu Sanftmut. Sanftmut. Sanftmut ist auch ein schönes Wort. Interessantes Wort, vor allem im Deutschen hier. Sanftmut ist so wie sind Gegensätze. Auf der einen Seite hast du das Wort Mut, mutig sein. Auf der anderen Seite hast du das Wort sanft sein. Wie gehen die zusammen? Die gehen gut zusammen. Und das muss man auch lernen. Römerbrief Kapitel 12 und Vers 3 ist so ein gutes Bild von, was sanftmütig zu sein heißt. Römer 12 und Vers 3. Es heißt hier, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich möchte auf diesen Vers eingehen, wo es heißt, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Sehr interessant. Also man darf etwas von sich denken. Das, was er auch hier sagt, nur nicht höher, als was sich gebührt. Und manche Leute sagen, ja, ich muss einfach demütig sein, ich bin nicht, ich kann nicht, ich bin der Letzte der Letzten, oder? Das ist nicht Demut. Das ist nicht Demut. Und wenn es hier heißt, sanftmütig, es heißt mutig sein. Wissen, dass du das Maß des Glaubens hast, dass du Ja sagst, wenn etwas gebraucht wird, dass du dich nicht einfach nur zurückhältst. Es gibt so viele Gläubige, die einfach, ja, ich melde mich, wenn vielleicht niemand sich anders meldet. Oder vielleicht auch dann nicht. Sind nicht mutig.
Ja, ich will mich nicht in den Mittelgrund stellen. Oh, ich will kein Zeugnis geben, weil dann denken die Leute vielleicht, ich will mich nur profilieren. Oh, ich will nur, oder es heißt mutig sein, aber sanft natürlich. Das heißt, nicht höher, als sich zu denken gebührt. Da gibt es wiederum andere, die sich selber in den Mittelpunkt immer stellen. Geh mir aus dem Weg, ich mach das schon. Ja. Wo die Welt sich nur um sie herumdreht. Die selber immer das letzte Wort haben müssen. Selber immer alles in die Hand nehmen will und niemand anders berücksichtigt. Wie das Gegenteil davon. Sanftmütig heißt, dass man nicht einmal nur sich zurückzieht und nichts macht, sondern dass man da ist, dass man sich meldet, dass man bereit ist dazu. Nicht Angst hat davor, mutig zu sein. Das heißt mutig, Sanftmut. Aber sanft darin. Nicht anderen Leuten überstülpen. Das ist so wichtig für einen selber. Für einen selber, dass man selber erkennt, wer man ist und was man ist im Herrn. Du hast einen Glauben. Gott hat einen Plan für dich. Du musst etwas von dir denken. Zu oft ist uns gesagt worden als gläubige Christen, du darfst nichts von dir denken. Nein, du sollst was von dir denken. Nur nicht einfach zu viel, als was gebührt. Wie Paulus es hier eigentlich gut ausdrückt. Ich denke an David, bekannte Geschichte. Niemand wollte sich gegen Goliath hinstellen. Und David sagte, was soll das? Und einige Leute haben gedacht, was ist denn das für ein Kerl, der sich in den Mittelpunkt stellt. Aber David sagte sich, hallo, keiner von euch will es aufnehmen mit diesem unbeschnittenen Philister, der unseren Gott verhöhnt. Was soll das denn? David sagte, nein, das machen wir. Oder Petrus hätte am Tag vom Pfingsten sagen können, ja, Johannes und Jakobus, ich habe den Herrn verleugnet. Ich bin nichts wert, ich kann nicht, macht ihr's. Nein, er war bereit aufzustehen. Er war mutig, aber sanftmütig, weil er wusste selber seine eigene Fehler, die er auch hatte. Und dennoch hatte er den Mut dazu. Sanftmütig ist ein ganz kostbare Frucht des Geistes. Aber sie besteht aus zwei Gegensätzen fast. Sanft zu sein, oder man könnte auch sagen, mit Menschen die Wahrheit in Liebe reden. Ja? Manche Leute wollen nur die Wahrheit sagen. Du gehst mir auf den Wecker. Kannst du dich nicht ein bisschen besser waschen? Kannst du nicht deine Kleider ein bisschen besser bügeln oder was? Nein, die Wahrheit in Liebe reden. Nicht immer einfach. Aber diese Kombination, das ist Gott. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, aber auch ein Gott der Liebe. Jesus ist sanftmütig. Ist sanftmütig. Also deswegen, warte nicht, bis du gefragt wirst, ja, willst du mal ein Zeugnis geben? Jeder von euch, weiß ich, wie lange ihr schon in der Gemeinde seid. Bist du jemals hier vorne gestanden und hast ein Zeugnis gegeben? Ich rüge dich jetzt. Du sagst, nein, ich war noch nie hier vorne. Denn meine Frage ist, hat dir Gott jemals irgendetwas für dich gemacht über die letzten 5, 10, 15, 20 und mehr Jahre? Ja, sicher. Warum hast du nicht einmal Zeugnis gegeben? Oh nein, das könnte ich nicht. Doch, das kannst du. Das ist nur, weil du nur auf dich selber schaust, weil du Angst hast vor den Leuten. Du gibst dir da Angst hin. Sei bereit einmal, wage es, tu mal was Neues, beginne abzuheben, sei sanftmütig, Halleluja. Das heißt nicht, dass du dich in den Mittelpunkt stellst. Gib Zeugnis. Einmal ein Beispiel. Ja, sorry, aber so ist es. Drittes, Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit heißt Selbstbeherrschung. Das ist eine Gabe des Geistes hier, also eine Frucht des Geistes, eine Eigenschaft von Gott, welches dir gegeben ist. Genauso wie Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft, das Gott dir geschenkt hat. Wir reden hier nicht von etwas, das du aus dir selber hervorbringen musst, sondern aus Gottes Geist, der Heilige Geist in dir. Ich bin überzeugt, der Heilige Geist, etliche von euch, schon längst mal gesagt hat, du solltest mal Zeugnis geben und du schiebst es immer vor dich hin. Manche Dinge werden nicht
hervorbrechen aus deinem Leben, bis du eigentlich die Schritte tust, die der Heilige Geist dir aufzeigt. Wir sagen, ja, das ist nur so was Kleines. Aber es sind die kleinen Dinge, die anfangen, Großes aufzutun. Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, deine Position der Stärke, der Kraft. Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit heißt, dass man sich nicht etwas hingibt, wo man hingezogen wird. Das kann im Positiven, aber auch im Negativen sein. Natürlich Enthaltsamkeit, wenn es um sündhafte Dinge geht. Ja? Dass man sich enthaltsam ist. Aber es geht auch darum, dass man enthaltsam ist in guten Dingen. Paulus spricht es hier an im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Jeder, der im Sport etwas erreichen will, der muss Enthaltsamkeit üben in was er isst, wie viel er schläft, Dinge, die er tut. Warum? Weil er gut sein will in einem bestimmten Bereich. Deswegen ist er enthaltsam in Bereichen, die völlig in Ordnung sind. Und Gott gibt dir Kraft dazu. Nicht nur Kraft in dem Bereich, Versuchung zu widerstehen, enthaltsam zu sein. Und das Wichtigste dort, was man lernen kann und lernen muss, ist, all das, was dich immer wieder in die Versuchung hineinführt, dass du in die Sünde hineinfällst, du musst jeden Auslöser dazu aus deinem Leben wegbringen. Wenn du jedes Mal, wenn du alleine zu Hause bist, auf deinen Computer gehst und dann auf Seiten gehst, ja, die sagen, das ist nicht gut, dann musst du anfangen, entweder den Computer loszuwerden oder du kaufst dir ein Programm und lässt jemand anders das für dich einrichten, dass es Kinderschutz hat. Amen. Tu, was du tun musst. Wenn du immer an den Donutshop vorbeigehst oder die Bäckerei, oder wo immer frische Gipfeli sind, oder? Und du dabei, du weißt, du musst da ein bisschen abnehmen, du darfst da nicht mehr so die Buttergipfel da reinhauen, 2, 3 Stück aufs Mal, oder? Dann fahr einen anderen Weg zur Arbeit. Weil jedes Mal, wenn du da vorbeifährst, dann siehst du wieder die Bäckerei, oder? Oder mit dem Tram unterwegs, oder du läufst vorbei und du riechst es gerade. Tu dir das bitte nicht an. Ja, ich gehe immer wieder drin. Ja, ist klar, laufst immer wieder vorbei. Sind manchmal kleine Dinge, wo man einmal schlau sein muss, dem aus dem Weg zu gehen, so gut wie es geht. Und radikal zu sein, wenn es sein muss. Jesus hat es so radikal gesagt, wenn dein linkes Auge sündigt, dann reiß sie aus. Wenn deine linke Hand sündigt, dann schneid sie ab. Natürlich hat er nicht gemeint, ja, wer schaut schon nur mit dem linken Auge was an? Meine beiden Augen gehen in die gleiche Richtung. Außer ich mache so, oder? Ich schaue, dass ich nur mit einem Auge jetzt sündige. Ja. Nein. Hat er mir gemacht, sei radikal, ist was er damit meint. Sei radikal, weil es kommt drauf an. In dieser Zeit kommt es darauf an, dass wir lernen, im Geiste zu wandeln. Nicht nur im Geist lebendig zu sein, Halleluja, wir kommen mit dem Halleluja im Himmel an, wunderbar und gut, aber Gott braucht uns heute hier und jetzt. Und auch mit allen Schwierigkeiten, die jeder eins von uns auch in dieser Welt, wir alle haben zu tun, die einen mit größeren Schwierigkeiten, die anderen mit weniger, wie auch immer, jeder von uns hat eine Story zu erzählen. Wo es Anfechtungen gibt, Schwierigkeiten gibt. Und das ist nicht ein Zeichen vom Mangel des Glaubens. Hat einfach damit zu tun, dass wir lernen, in diesen Bereichen im Glauben mit dem Herrn zu wandeln.
unsere Augen zu richten auf das, was wichtig ist, wie es auch hier heißt, enthaltsam zu sein. Jesus hatte auch Emotionen. Ich denke an die Tempelreinigung aus in Johannes Kapitel 2. Ich liebe diese Stelle, weil es gibt viele Leute, die nicht wissen, dass Jesus auch ein Tierschützer war. Hier siehst du es. Jesus war wütend. Jesus ist nicht einmal nur umhergegangen mit, oh, ich liebe euch alle so. Aber als er auf den Tempelplatz kam und er sah, wie die Leute andere über den Tisch zogen und Opfertiere verkauft haben für Wuchergeld und Wucherzinsen und so weiter, dann heißt es hier in Kapitel 2 und ab Vers 15, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle vom Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechseln, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Stell dir diese Szene mal vor. Jesus, der Liebevolle. Aber es war auch Liebe. Er hat nicht gesündigt in dem. Aber er war wütend. Und er macht eine Geißel. Und er trieb die Leute raus. Und die Tiere auch raus. Aber, auch wenn er Emotionen zeigen konnte, hat er sie immer noch unter Kontrolle. Schauen wir Vers 16. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier. Mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Wo waren die Tauben? Die Tauben waren nämlich in Käfigen drin. Hätte die Tische umgeworfen mit den Tauben, die drauf waren, dann wären die Tauben natürlich verletzt worden. Deswegen hat er gesagt, bei denen, nein, nehmt das weg von hier. Aber damit wir sehen, Jesus war enthaltsam in seinem Leben, aber er konnte dennoch ein normales Leben führen. Emotionen zeigen, Zurückhaltung haben, sich selber im Griff haben. Halleluja. Diese neun Eigenschaften, man könnte natürlich lange über alle reden, aber ich finde es interessant und aber auch wichtig, dass wir uns mit denen auseinandersetzen. Es gibt viele andere Eigenschaften und Wörter, die man auch erwähnen könnte, die im Neuen Testament beschrieben werden von unserem Geist und wer Gott ist. Aber der Heilige Geist ist in uns, weil er in uns etwas hineingelegt hat, was die Welt nicht hat. Etwas Übernatürliches, das uns erlaubt, dass wenn wir uns bewegen in diese Richtung und Glauben haben, dass diese Frucht des Geistes in mir ist, dieser Same ist in mir und da soll ein Garten entstehen, da soll Frucht hervorkommen, dass wir uns anfangen zu bewegen in Erwartung dessen, Herr, du hast mir ein Freundlichkeitsgen gegeben. Hilf mir, ja, den hervorzubringen. Halleluja. Und beginne zu tun, was du tun kannst. Güte, Freude, Friede, Liebe, Enthaltsamkeit, Sanftmut, Treue, in all diesen Bereichen, nimm es dir zu Herzen. Weil wir leben in einer Zeit, wo die Welt muss wirklich erkennen, dass wir Gläubige nicht einfach nur zur Kirche gehen am Sonntag und mehr ist nichts dahinter. Das meine ich manchmal auch damit. Wenn wir nicht einmal zur Kirche gehen, also in den Gottesdienst gehen, was sagen wir den Menschen um uns herum? Gemeinde ist nicht wichtig. Ist es aber nicht das, wozu Jesus gekommen ist? Er baut Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Gemeinde ist nicht nur Gottesdienst alleine, Gemeinde ist miteinander unterwegs sein. Was ist es, was wir der Welt verkündigen mit unserem Leben, mit unserem Tun, mit unserem Dasein? Nachbarn sagen, ja, da gehst du nicht in den Gottesdienst. Nein, ich habe einen Hund jetzt. Ah, okay. Gehst du nicht in den Gottesdienst? Ja, nein, wir haben wieder ein Geburtstag. Ja, ihr habt doch vorletzten Sonntag auch einen Geburtstag gehabt. Ja, und der übernächste haben wir auch noch mal einen. Ja, gut. Es kann für dich stimmen. Und es muss bei jedem selber einfach liegen. Aber wir müssen uns überlegen in dieser heutigen Zeit, was leben wir aus? Was verkündigen wir? Auch mit dem Zehnten geben, wie ich schon gesagt habe. Die Bibel sagt, wir verkündigen damit. Wir machen ein Zeugnis dafür, dass es die Proklamierung des Evangeliums von Bedeutung ist. Natürlich werden Leute in der Welt sagen, was, du gibst den Zehnten? Du bist ja verrückt. Nein, die Botschaft
dass Jesus Menschen liebt, dass Jesus Menschen rettet, dass Jesus Menschen heilt, ist wichtig genug. Ist das Wichtigste, was es gibt. Da genügen nicht einmal der Zehnte. Wir Gott glauben, noch mehr zu geben als nur das. Gottesdienst. Warum gehe ich? Ja, weil es wichtig ist. Das ist, was Jesus tut, was er in meinem Leben getan hat, was er mein Leben bereichert hat damit, wie er mein Leben gesprochen hat, wie er mich gebraucht hat, anderen Menschen Mut zu machen. Halleluja. Man kriegt nur die Hälfte der Hallelujas bei solchen. Aber wir können dann vielleicht ein anderes Mal über die Geistesgaben reden von Halleluja, Wunder und Zeichen und Heilungen und was weiß ich alles. Oder? Da rufen immer alle Halleluja. Aber nein, ich weiß nicht, wie du es hast, aber in meinem Herz war schon immer, seitdem ich zu Jesus gekommen bin, Herr, ich will dir wohlgefallen. Ich weiß, mein Leben ist nicht perfekt, nicht vollkommen. Ich stolpere immer noch in meinem Leben. Ich falle immer noch in verschiedenen Bereichen von Sünde. Und mit Sünde hört man manchmal riesige Dinge. Nein, ich habe keine andere Frau oder sonst irgendwas nebenbei. Nein, ich habe nur die hier. Aber Sünde bei Gott, es gibt nicht Großes und Kleines. Bei ihm alles gleich. Ja. Aber ich fokussiere nicht auf den Sturm und die Sünde und die Situation. Ich fokussiere auf Jesus. Jesus, hilf mir, meinen Nächsten zu lieben. Hilf mir an diesem heutigen Tag eine Ausstrahlung der Freude. Hilf mir heute, gütig zu sein. Hilf mir heute, enthaltsam zu sein. Dass ich meine Zeit dorthin setze, wo es etwas bringt, etwas aufbaut und stärkt in meinem Leben und im Leben von anderen. Hilf mir heute, treu zu sein. Und er tut's. Du wirst merken, wenn du dich nach Ausschau hältst, im Geiste zu wandeln, Schritte zu machen in die Richtung von diesen Eigenschaften, nur kleine Schritte. Du wirst sehen, wie der Heilige Geist mit dem Wind des Geistes kommt und dein Segel füllt mit seinem Wind, das dich genau dorthin trägt, wo Gott dich haben will in deinem Leben. Damit du nicht ewig einfach nur im Hafen umhersegelst. Manche bleiben nur ständig im Hafen. Und mein Lieber, du bist berufen worden auf hoher See. Auf hoher See und neue Abenteuer, neue Landschaften und Gebiete zu erkunden und zu erforschen und zu bebauen. Halleluja. Aber du musst dem Heiligen Geist erlauben, deinen Segel zu füllen mit seinem Wind, indem du Schritte machst, abzuheben. Flugzeug am Boden ist von keiner Bedeutung. Aber abheben kann man nur, wenn man sich anfängt zu bewegen. Lass uns aufstehen. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort, für deinen Segen, für deine Stärkung, Herr. Herr, dass wir auch Ermahnung auch entgegennehmen können, Herr. Denn jeder von uns braucht oftmals einen Coach, einen Trainer, der einem manchmal auch sagt, schau auf diesen Bereich hin, ob man da nicht nachgegeben hat, ob man da vielleicht noch Anpassungen zu machen hat, Herr. Heiliger Geist, du bist so einer, du bist bei jedem eins von uns, Herr. Und du redest in unser Herzen hinein. Herr, decke auf, Herr, wo wir uns noch mehr dir hingeben können, Herr. In unserem Alltag, in unserem Leben, Herr. Dass du, Jesus, nicht einfach Teil von unserem Sonntag bist, aber sonst während der Woche denken wir nicht viel daran. Dass unser Glaubensleben ein Leben des Glaubens ist. Dass wir unsere Welt verändern durch die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, durch deine Salbung, Herr, welches jeden Raum einnimmt, wenn wir durch die Tür kommen. Herr, gib jedem Einzelnen hier Hoffnung und Erkenntnis darin, Herr, dass selbst mit allen Problemen, womit wir zu tun haben, zu kämpfen haben, Herr, dass du immer eine Trumpfkarte in der Hand hast für uns, Herr. Dass du immer eine Möglichkeit hast, immer noch eine Liebe hast, die du ausschütten kannst über uns, damit wir anderen lieben können, Herr. Glory to God, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, Vater, sprich in unser aller Herzen, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.
Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns unsere Hände erheben, wie auch immer. Halbwegs, ganz, wie auch immer. Aber als Zeichen deiner Hingabe zu ihm an dem heutigen Morgen, wenn du es möchtest. Ein Zeichen der Hingabe, dass dein Leben in deiner Hand liegt. Dass du ihm nachfolgen willst, nicht halbherzig, nicht nach Lust und Laune, sondern mit Hingabe und Treue. Oh, danke, Jesus, jeden Einzelnen, Herr, hier. Jeden Einzelnen über Livestream, Herr, segne sie, Herr. Stärke sie, Herr. Lass sie Teil einer Gemeinschaft werden, Herr, wenn sie es noch nicht sind, Herr. Thank you, Jesus. Halleluja. Sollte Jesus noch nicht wirklich zum Herrn deines Lebens geworden sein, dass du nicht dir sicher bist, ob dir deine Sünden vergeben sind, ob du, wenn du in diesem Moment diese Welt verlassen würdest, beim Herrn im Himmel wärst, dann lade ich dich ein, mit mir diese Einladung an Gott in diesem Gebet zu richten. Und meine es mit deinem Herzen, und er wird dein Herz erfüllen. Der Geist Gottes wird dein Geist lebendig machen durch seinen Geist. Sag mit mir, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft. Vergib mir alle meine Schuld. Und ich danke dir, dass es keine Verdammnis mehr für mich gibt. Dass ich dein Kind bin und du bist mein Gott und der Himmel mein Zuhause. Für immer und ewig. Und ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory.